Die Entscheidung, Montagearbeit an die HPV auszulagern oder einen Teil auszulagern, hat mehrere Gründe. Ich denke, einerseits ist es wirtschaftlich für beide Seiten, für uns und für die HPV. Aber fast noch wichtiger ist mir eigentlich der soziale Aspekt. Auch da gibt es wieder zwei Seiten. Es gibt für uns einen Mehrwert dran. Es gibt aber auch für die HPV natürlich einen Mehrwert für die Mitarbeiter, für die Verbundenheit und für das Gesamte eigentlich. Ich bin der Silvio Achswey. Die Abendnacht denkt mir Spass, weil es abwechslungsreich ist. Macht Freude, man mag auch arbeiten. Und für mich ist wichtig, ja, eine gute Tagesstruktur. Die Abend hält den Kopf ein bisschen fit. Und mir macht einfach Spass. Bei der IV habe ich einen Liftrollstuhl hier im Geschäft, wo ich mich kann anlassen kann. Und eigentlich die Höhe anpassen kann. Und so bin ich auch fähig, um mal etwas aus dem Gestell rauszunehmen. Und muss so eigentlich immer den anderen Kollegen rufen, dass wir etwas abnehmen können. Mein Name ist Enzo Gatico. Spannend ist, dass ich immer etwas zu machen muss. Den Kopf anhaben und so, dass ich weiß, was machst du halt. Und ich war spannend, weil man nicht, wenn etwas Neues reinkommt. Und dann muss man wieder anschauen und wieder darüber nachdenken und nachher nochmal studieren. Mein Name ist Yves Gemperle, ich bin ausgebildeter Arbeitsagoge und betreue hier im HPV den KSV-Auftrag seit der ersten Stunde. Der KSV-Auftrag generiert im HPV eine sinnstiftende Arbeit. Die Produktion wird von Menschen mit einer Beeinträchtigung ausgeführt. Und das Fach- und Betreuungspersonal übernimmt Überwachungs- und Koordinierungsfunktion für den Arbeitsprozess sowie unterstützt und begleitet das Klientel oder die Menschen bei ihrer Arbeit. Mein Name ist Andreas Derbe. Besonders spannend an meinem Job ist, dass ich selbstständig arbeiten darf, mit meinem Team zusammen, wo ich kann. Ich darf Prüfanlage selber führen, mit dem Dummy-Test selber machen. Aber der Chef ist immer im Hintergrund bei mir. Wenn ich Fragen habe und Fehler auftauchen, aber sonst bin ich eigentlich immer selbstständig mit einem Team zusammen. Mein Name ist Guido Scherzinger, ich bin der Leiter der Gesamtproduktion am HPV. Der HPV gibt es seit 1952, ist dort mal gegründet worden als eine Schule, als heilpädagogischer Verein, der Kinder unterrichtet hat. Und mit der Zeit ist dann Wohnen, Arbeiten, Beschäftigung, alles andere dazu gekommen. Das ist eigentlich so in den letzten 70 Jahren passiert. Wir hier, Produktion selber, wir sind seit 2009 hier an dem Standort, alles unter einem Dach. Und ja, das macht das Arbeiten meistens relativ einfach. Unsere Zusammenarbeit basiert ganz klar auf Wirtschaftlichkeit, aber auch auf dem sozialen Zusammensein. Es ist eine klassische Partnerschaft und für beide Seiten eine Top-Win-Win-Situation.